Ja, Tag zusammen. Hier, willkommen zurück zu Lord of the Rings. Wir sind nach wie vor ein bisschen unsichtbar und gucken mal, was wir mit Bogen anstellen können. Eine von 6 Sterntoren. Sie zerstören noch. Oder so einen Klumpen aufnehmen. Ah, da oben ist aber schwer. Wo bohren wir auf den Kopf? Oder? 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 Na? Pech für die Guelta. Haben wir irgendwas bei uns? Ich werde zumindest mal ein bisschen was die Anfänger kriegen. Ah, gleich da oben werden wir was mit Sauren aufziehen müssen. Jetzt müssen wir unten wieder Abenteuer lösen, wa? Ah, da gibt's schon irgendwas. Eine Fackel. Ah. Aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, zumindest irgendwie noch ziehen kann. Naja, da er prinzipiell der Anführer ist, müssen wir es hier trotzdem auf Legolas wechseln. Ach, guck mal, mischen wir Grünzeug platt. Ja, brüllt die nicht rum. Ein paar Pilze ernten noch. So, jetzt sind wir da oben mal den Fokus am Nest ballern. Ah, dann können wir bauen. Hey, meine Stats! Sollten stiften gehen.
Statue. Doch Spaß! Das ist so klump, sagt er mir. Ah, da muss man den hochwerfen, siehst du mal. Waren wir jetzt schon wieder. Nee, Kumpelmodus nehmen. Kling, jetzt mal wieder den Elm hier. Nicht den Zwerg, den Elm. Ich glaube, der Sprung ist nicht ganz so einfach. Man sollte vor allem Dingen laufen beim Springen. Ja, klar. Ja, dagegen können wir nichts ausrichten. Aber das Ding können wir da runterschieben. Boom. Hey. Wer hat hier sonst schieben? Krümel dich, lass den Elben arbeiten. Guck mal, Zwerg. Ach, die KI hat's auch geschafft. Das Blöde ist, es sind jede Menge der Stadtsberge. Nein, du sollst nicht Gimli plattern. Was haben wir, Kopf, Leute? Das schaffen wir noch in dieser Runde. Wahre Abenteuer, siehst du mal. Geht doch. Da oben muss man Gimli hinwerfen. Und dort muss Gimli aber tun. Patsch dich.
So, es ist wieder auf den Meister hier setzen. Und mit Zwergen weiter. Darum sind eine Elbenaufgabe auch nicht schlecht. Nur Frodo kommt da rein, aber wir kommen da nicht rein. Das ist meine Elbenaufgabe. Okay. Frodo? Wo okay. ist der Ring? Er hat sich Boromirs bemächtigt. Würdest du ihn vernichten? Ich wäre bis zum Ende mit dir gegangen. Geh, Frodo. Ja, jetzt wird's gefährlich werden. Mann, du blöder Elf. So, Lieben, bevor wir uns jetzt großer Schlachtkarte stoßen, würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ein Minus.